Ich habe mit meinem Versicherungsberater geredet und nachgefragt, ob das eigentlich ein schlechter Scherz ist. Und der hat mir das Ganze erklärt. Schön, wenn man auch von der Versicherung gef***t wird. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, bevor wir zum eigentlichen Videothema kommen, ihr wisst natürlich ganz genau Bescheid. Bis Freitag läuft noch mein Gewinnspiel. Geht auf maximilian.eu, holt euch meinen Merch, verlinkt eure Bestellbestätigung auf Instagram oder Snapchat und gewinnt diese unglaublich geilen Nike Off-White Air Max 90. Unter all jenen, die sich meinen Merch ab jetzt kaufen, gibt es diesen Schuh zu gewinnen. Also macht er auf alle Fälle mit. Okay, zum Thema. Es ist einfach absolut gestört. Es ist nicht mehr normal. Irgendwie glaube ich, dass diese ganze Geschichte einfach nie ein Ende nehmen wird. Wenn ihr nicht wisst, was bei mir damals vorgefallen ist, dann checkt jetzt dieses Video ab. Das war direkt danach, als ich mitbekommen habe, dass jemand bei mir in die Wohnung eingebrochen hat und mich ausgeraubt hat. Das war am 27. Dezember. Wir sind in meine Wohnung rein. Ich habe meinen Reserveschlüssel im Postkasten gelassen, damit die Putzfrau herein kann. Und diese Informationen sind durch irgendjemanden an Leute gekommen. Ich kann dazu nicht, ich habe eine Ahnung und ich kann dazu nicht viel sagen. Das ist alles polizeilich, wird da ermittelt. Dementsprechend kann ich mich wenig zu den Tätern äußern. Natürlich haben einige gesagt, absolut dumm, den Schlüssel im Postkasten zu lassen. I am the one. War mein Fehler. Mit diesem Schlüssel sind sie herein, haben gestohlen, haben Klamotten und Schuhe und Wertgegenstände im Wert von über 27.000 Euro gestohlen. 1.000 Euro mehr, weil ich vergessen hatte, dass mein Laptop natürlich auch gestohlen wurde. Haben mich dann später noch mit Nacktfotos erpresst. Wenn du das Video auch nicht gesehen hast, habe ich auch vor einem Monat veröffentlicht. Dann kannst du das auch hier abchecken. All das ist passiert, während ich im Urlaub in Obertauern war. Wo war ich letzte Woche? Richtig, im Urlaub in Obertauern. Und während ich im Urlaub war, sind die Täter wieder, die haben ja auch meinen Zweitschlüssel entwendet, mit dem Schlüssel ins Haus gelangt, in dieses Mietshaus und haben ein weiteres Mal versucht, in meine Wohnung zu gelangen. Warum weiß ich das? Weil ich heute, ich komme gerade direkt vom Training, dementsprechend fertig und verschwitzt schaue ich aus. Heute stelle ich mich zum Lift und will wieder nach oben fahren und was sehe ich? Mein Postkastel ist einfach schon wieder aufgebrochen. Aber nicht, dass irgendwelche anderen Postkästen aufgebrochen werden, sondern einfach nur meins. Einfach nur meins, genau wie damals, wo ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin und sehe, genauso hat es einfach wieder ausgesehen. Das heißt, die haben schon wieder versucht, hier hereinzukommen. Ist natürlich nicht möglich, weil ich habe ein neues Schloss und andere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit sowas nicht mehr passieren kann. Aber allein schon der Versuch und die Dreistigkeit und einfach, haben die keinen Schiss? Ist das Dummheit oder ist das einfach mutig, das nochmal zu versuchen? Das ist einfach so gestört. Natürlich gibt es einige von euch, die sind der Meinung, naja, dann poste halt nicht, dass du im Urlaub bist, dann veröffentliche halt nicht, wo du bist. Liebe Freunde, ich bin Influencer, natürlich poste ich und veröffentliche ich, wo ich unterwegs bin. Ja? Und ich bin nicht gewillt, aufgrund eines Einbruchs hier aus meiner Wohnung, die ich mit viel Liebe und viel Kraft und vor allem viel Geld eingerichtet habe, hier einfach auszuziehen, nur weil sich ein paar dreiste Leute erlauben, hier einzubrechen und mich auszurauben. Ich lasse doch nicht mein Leben bestimmen von irgendwelchen Vollspasten, die glauben, sie können hier irgendwie Einfluss über mich gewinnen. Absolut nicht. Der Typ bin ich nicht. Das werde ich auch nicht zulassen. Ich fühle mich auch nicht unwohl in meiner Wohnung, weil ich einfach ein 1:1 Bild vor Augen habe, was für kleine Spasten hier eingedrungen sind. Und ich weiß auch, wer das Ganze initiiert hat. Und dementsprechend... Ist das nervig, was quietschen oder so? Und dementsprechend werde ich mich das bestimmt nicht beeinflussen lassen. Was die Versicherung betrifft... Ich meinte ja, gut versichert zu sein. Das Ding war ja folgendes. Zum einen ist es ja fahrlässig, seinen Schlüssel im Postkasten zu lassen, weil es halt den Einbruch erleichtert. Das ist auch mir klar. Ja, die sind nicht in meine Wohnung direkt eingebrochen, haben so 27.000 Euro ergaunert, sondern denen habe ich das Ganze erleichtert. Ja. Die Versicherung hätte die volle Summe bezahlt, wenn sie einfach so angebrochen wären. Jetzt kam natürlich die Angst auf, ja, das ist doch fahrlässig von meiner Seite aus, den Schlüssel hier drin zu lassen.
zahlt die Versicherung. Also ich wurde beschwichtigt von meinem Versicherungsberater, hat mir gesagt, keine Sorge, du bist gegen Fahrlässigkeit versichert. Das heißt, solltest du den Schlüssel theoretisch im Schloss stecken lassen und jemand geht vorbei, sieht den Schlüssel im Schloss, macht, sperrt einfach die Tür auf, geht rein und raubt dich aus, dann bist auch du trotzdem versichert. Das heißt, die volle Summe wird übernommen. 27.000 Euro wird von der Versicherung bezahlt. Du bist versichert gegen Fahrlässigkeit. Jetzt hat sich dieses Event, dieses Versicherungsevent und die Dinge, die da abgeklärt werden mussten, einfach von Dezember bis jetzt vor 4 Tagen hat sich das Ganze gezogen. Diese 4 Monate hat sich die Versicherung Zeit genommen, um unterschiedlichste Juristen damit zu beauftragen, ob man aus diesem Vertrag irgendwo ein Schlupfloch findet. Und das haben sie geschafft. Das heißt, die ganze Causa wurde so umstrukturiert und so umdefiniert, dass man hier nicht mehr von Fahrlässigkeit spricht, sondern Erleichterung des Einbruchs. Es ist zwar fahrlässig, den Schlüssel im Postkasten zu lassen, aber durch eine Umdefinition wird das jetzt als Erleichterung des Einbruchs bezeichnet und für diesen Begriff gibt es keine Versicherung und bin ich auch somit nicht versichert. Ich habe jetzt von den 27.000 Euro Schaden, die mir entstanden sind, 2.000 Euro wegen Gutmütigkeit von der Versicherung zugesprochen bekommen. Damit ich nicht ganz gar nichts kriege, haben sie mir jetzt 2.000 Euro kommentarlos überwiesen. Ich habe mit meinem Versicherungsberater geredet und nachgefragt, ob das eigentlich ein schlechter Scherz ist. Und der hat mir das Ganze erklärt. Schön, wenn man auch von der Versicherung gefickt wird. Und mit diesem Wissen bin ich nach Hause gekommen und was ist? Postkasten schon wieder aufgebrochen, ein zweiter Einbruchsversuch. So sieht's leider aus. Das ist zwar kein tolles, funny Thema, was ich euch da wieder mitgeben kann, aber das sind wir ja in letzter Zeit eh gewohnt, gell, dass im Leben von Maximilian nicht immer alles rund geht. Aber es nutzt nichts, liebe Freunde. Kopf hoch, weitermachen, weiter Gas geben. Im Endeffekt kehrt er reingesteckt. Ärgerlich und schockierend, aber wie gesagt, ausbremsen lasse ich mich auf keinen Fall dadurch. Ich gebe natürlich weiter Gas und somit gibt es einfach ein Video zusätzlich diese Woche. Ja, auch nicht schlecht. Irgendwelche positiven Dinge muss man daraus ziehen und dieses mache ich hiermit. Liebe Freunde, ich hoffe, für euch war das Ganze in irgendeiner Art und Weise spannend, sich an meinem Leid aufzugeilen. Hoffe ich zumindest. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Nicht vergessen, maximilian.eu, hol dich noch ein bisschen Merch. Ich muss hier wieder meinen Kleiderschrank füllen. Dementsprechend brauche ich euer Geld. Nein, natürlich Spaß, liebe Freunde. Holt euch den Merch und gewinnt. Und gewinnt diese geilen Nike Off-White Air Force. Die werden natürlich am Freitag verlost unter all jenen, die sich jetzt noch meinen Merch holen und das Ganze teilen. Liebe Freunde, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video mit hoffentlich wieder positiveren Nachrichten. Bis dahin, haut rein. Das war's von mir, euer Maximilian.